andere Situation, wenn überall Kameras sind und du am Ende des Tages weißt, das sieht ganz Deutschland. Ja. Und ja. Das, also es wäre gelogen, wenn ich sage, da bin ich nicht super aufgeregt. Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Interview mit Miriam und ich finde es total toll, dass sie hier gerade neben mir sitzt. Sie wohnt nämlich in Berlin, deswegen war das ganz praktisch. Und da wir Miriam ja bei Germany's Next Topmodel leider nicht so viel gesehen haben, haben wir heute die Möglichkeit, dich besser kennenzulernen, glaube ich jedenfalls, denn hier bekommst du volle Sendezeit, denn hier wird nichts zensiert. Und ich habe mir super viele Fragen überlegt und was das für Fragen sind, das erfahrt ihr jetzt. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder alle am Start seid, endlich wieder ein Interview. Ihr könnt Miriam natürlich gerne bei Instagram folgen, das ist in der Infobox verlinkt, ja, also gebt Gas und folgt ihr. Damit ihr mal ein bisschen mehr von ihr kennenlernt. Vielleicht noch mehr als heute hier, weil du zeigst ja dort ein paar andere Einblicke. Ja, wir freuen uns auf euer Feedback, auf ganz viele Daumen nach oben. Und ja, wir machen das heute tatsächlich ein bisschen Freestyle-mäßig. Normalerweise habe ich eigentlich immer so Fragen vorbereitet, aber ich dachte so, nö, heute machen wir es mal ganz anders. Finde ich cool. Ja, ne? Freue mich. Wie, das ist jetzt so eine Standardfrage natürlich, ne? Wie bist du auf die Idee gekommen, dich zu bewerben? Weil früher ging das ja eigentlich nicht, ne? Genau, ich muss sagen dazu, ich habe mich tatsächlich schon mal vorher beworben und zwar, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war, 2017 vielleicht. Okay. Und das war aber so, dass in Berlin das Casting war, ich habe es mit einer Freundin gesehen und wir haben uns gedacht, just for fun, gehen wir jetzt einfach mal hin und gucken, was passiert. Und ich bin aber total ohne Plan rangegangen und wollte es einfach mal machen. Da bin ich dann nicht weitergekommen, aber da war auch noch die Mindestgröße 1,76, okay. Soweit ich weiß, genau. Und jetzt dieses Jahr war es halt so, die Diversity-Staffel, die Größe spielt keine Rolle. Und dann habe ich mir gedacht, es ist einfach das perfekte Jahr. Und ich wollte mich halt schon vorher immer bewerben, weil ich GNTM geschaut habe. Ich weiß, es bietet einem eine große Plattform und das war dann so der Grund. Also du hast auch diesen Casting-Aufruf, den Heidi Klum dann gemacht hat, du hast ihn auch so richtig als das wahrgenommen, was er war, dass jetzt nicht mehr so auf die Größe geachtet wird, weil ich mir immer nicht so klar war, ob das alle so verstanden hatten, dass es auch so gemeint ist. Doch, auf jeden Fall und ich fand es halt cool, weil ich mir gedacht habe, die Modelindustrie ist mittlerweile so breit gefächert oder war sie auch wahrscheinlich schon immer, dass ich es total blöd finde zu sagen, man muss eine bestimmte Größe haben, um überhaupt als Model arbeiten zu können. Ja. Und das fand ich cool, dass GNTM dann da mitgezogen ist. Ja. Mit den Größen machst du auch Catwalk? Weil Catwalk ist wahrscheinlich schwieriger, oder? Tatsächlich habe ich auch schon Catwalk gemacht. Ja, ich habe zum Beispiel, bin ich für Tamaris eine Show gelaufen, es sind halt Schuhe. Und da achtet der Kunde dann zum Beispiel drauf, dass du kleine Füße hast. Kleine Füße hast du nicht, wenn du super groß bist. Ja. Also sind dem Kunden dort die Größe und auch die Maße teilweise dann egal. Aber hauptsächlich mache ich kommerzielle Sachen, viel im Bereich Beauty, Haare, Schmuck. Genau. Bietet sich auch bei den Haaren an. Bei den Haaren. Wie groß bist du eigentlich? 1,64. 1,64, das heißt, du bist dann die... Gab es noch 1,64? Ich habe gedacht, dass du noch kleiner bist. Das klingt so negativ, noch kleiner. Warst du dann die Kleinste? Tatsächlich war Maria die Kleinste. Sie musste dann GTM in der ersten Folge verlassen. Und dann war ich und dann Die hatte so bunte Haare, kann das sein? Genau, bunte Haare und... Okay. Und was hat man... Das ist eine Frage, die ich... ab und an mal stelle, was hat man für eine Erwartung? Du hast gesagt, wenn man sich dort bewirbt, man hat ja auch eine Chance. Was war dein Grundgedanke, was ich dadurch für dich ermöglichen kann? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kämpfe jetzt schon seit mehreren Jahren dafür, dass sich die Modelindustrie endlich verändert. Das ist nicht was ich jetzt mal eben so wegen GNTM mir überlegt habe, sondern auch bei Miss Universe, können wir ja vielleicht auch gleich drüber reden, hatte ich auch mein Motto, das war Height is not an issue, das war meine Kampagne, wo ich gesagt habe, ich möchte mehr Diversity in der Modelindustrie. Und ich wollte einfach hingehen, um Menschen zu motivieren und zu zeigen, es ist egal, wie groß ihr seid, es ist auch egal im Endeffekt, welche Maße ihr habt, ihr müsst nur euren Markt kennen. Und ich fand, GNTM bietet einem dafür die perfekte Plattform. Und ich weiß, dass viele Leute schauen. Wie ist denn das eigentlich dabei so Misswahlen, weil du gerade drüber gesprochen hast? Da ist dann die Größe komplett egal? Da kann sich jeder bewerben oder wird da auch auf irgendwas geachtet? Es kommt auf das Land drauf an tatsächlich. Okay. Also zum Beispiel in Venezuela oder generell in Südamerika sind die Schönheitsideale einfach andere. Okay. Und da ist es jetzt nicht so, glaube ich, dass die jemand Kleines nehmen würden. Okay. Aber jetzt bei Miss Universe waren auch einige dabei, die meine Größe hatten, die nicht so groß waren. Hast du dich dann trotzdem, sag ich mal, beim ersten Drehtag als Beispiel in diesem Theater, ja? Die meisten Frauen dort oder die meisten Models sind ja trotzdem größer. Also ich meine, ne, deswegen habe ich auch so gefragt, ob du diesen Aufruf so verstanden hast, weil ich hatte das Gefühl,
so viele kleine oder so viele unterschiedliche sind es jetzt gar nicht. Fühlt man sich dann trotzdem irgendwie eingeschüchtert? Weil man denkt so, man hätte jetzt vielleicht erwartet, dass die Hälfte kleiner ist. Und dann war es aber irgendwie nicht so. Oder wie, ich meine, du bist selbst so groß, aber wie wirkt das auf einen, wenn man da so steht mit 30 anderen? 31 war die, glaube ich, ne? Genau. Also 30 andere. Ich muss sagen, mich hat es gar nicht gestört. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, wenn ich jetzt zu normalen Castings gehe, dann ist es ja auch so, dass überwiegend sind da große Mädels. Also ich bin das einfach gewohnt gewesen schon immer. Und wo ich jünger war, hatte ich damit auch echt Schwierigkeiten. Also dann habe ich zu Castings immer die höchsten Schuhe angezogen. Ich wollte bloß vertuschen, dass ich kleiner bin. Und habe dann auch gesagt, ja, ich bin so 1,68, weil ich einfach nicht sagen wollte, dass ich 1,64 bin. Aber mittlerweile liebe ich meine Größe so sehr. Und das hat mich nicht eingeschüchtert. Ich meine, das ist ja für eine Frau eine normale Größe, ne? Ja. Also, wollte gerade sagen, wir reden immer von klein, 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 klein. Aber ich meine, wahrscheinlich sind viele, die gerade zuschauen, viele Frauen wahrscheinlich sogar noch kleiner. Ja. Gab es dann aber auch mal in der Realität draußen öfter Leute, ich hab gesehen, du warst bei Modelagenturen, also auch bei wirklich guten Modelagenturen, aber gab es auch öfter mal Leute, die dann gesagt haben, komm Miriam, vergiss das, es wird eh nichts, du bist zu klein? Oh ja, also das habe ich schon so oft gehört. Ich habe wirklich Erfahrungen gemacht schon als Model, wo ich mir denke, wow, also so gemeine Leute getroffen, Leute, die es mir ausreden wollten, Leute, die meinten, was denkst du eigentlich, dass du Potenzial hast, mit deiner Größe wird es sowieso nichts. Also ich habe schon echt, ich musste schon gut einstecken, sagen wir es mal so. Warst du bei GNTM dann eigentlich aufgeregt, als Heidi kam? Ich erinnere mich nämlich an eine Szene, da wurdest du nämlich tatsächlich gezeigt. Sehr wo du gesagt hast, dass du jetzt gar nicht realisieren kannst, dass Heidi da ist. Wirklich, ich war so, mein ganzer Körper war am Zittern und Vibrieren, weil das eine Situation ist, die ich noch nie hatte. Du bist umgeben von Kameras, du siehst dann auf einmal Heidi, die du sonst so im Fernsehen siehst und das war für mich schon, ich war sehr aufgeregt, ja. Bist ja aber zum Glück nicht umgekippt. Nee. Die Aufgabe hat jemand anderes übernommen. Arme Anna Maus. Ich kann dich ja jetzt, also es ist so schwer, dich zu fragen, weil eigentlich muss ich dich alles fragen. Wie war als Beispiel auch in der zweiten Folge dieser Videoshoot oder auch dieser Promoshoot, weil ich habe da nicht so viel von dir gesehen. Beschreib mal so ein bisschen, wie du das alles erlebt hast, ob das für dich leicht war oder ob das schwer war. Ich muss sagen, das fand ich echt schade, dass ich es nicht im Fernsehen gesehen habe, weil ich weiß, es ist echt, es war so cool und ich saß da mit Romina, Larissa, oh, ich weiß nicht, wer noch in meiner Gruppe war, aber wir saßen ja alle zusammen und ich war dann die Erste, die gegangen ist und dann bin ich zurückgekommen und Larissa und Romina meinten nur noch so, oh, es war so cool, es sah so richtig gut aus und ich habe mich auch echt gut gefühlt und habe Gas gegeben und hatte total viel Spaß. Das hätte ich einfach gerne gesehen, wie es aussah. Verstehe ich, das ist ja generell, ne? Aber also es ist bestimmt generell komisch, wenn man seine Reise nicht so richtig sehen kann, weil man sich ja eigentlich darauf freut. Aber hast du auch gutes Feedback bekommen? Ja, ich habe auch gutes Feedback bekommen. Und wie war das als Beispiel in den Outfits von Marina Hörmanns-Eder? Da habe ich gar kein Feedback bekommen. Okay. Und das fand ich auch witzig. Ich muss sagen, ich nehme solche Kommentare so sehr mit Humor. Und ich habe nur den Kommentar von Ranky gehört und dachte mir so, er hat einfach recht, I'm sorry. Aber ich habe mich in dem Moment ganz anders gefühlt, als es dann aussah. Und das finde ich so spannend zu sehen. Okay. Weil dort habe ich beim Anschauen, dachte ich mir echt, hallo Miriam, bist du da? Aber wurde der Walk von dir gezeigt? Ja, der wurde von mir gezeigt. Okay. Und dann meinte nämlich Ranking, sie ist vielleicht in einer anderen Welt und das sieht so ein bisschen aus wie ein Roboter und das konnte ich so verstehen, aber ich war wahrscheinlich so hoch konzentriert, nicht auszurutschen, die Klamotten waren halt eng. Verstehe, aber ist man, das ist jetzt total interessant, aber du hast ja gesagt, du hast schon auch so Laufstegerfahrungen und hast solche Sachen schon gemacht, ist man dann in so einer, ich sag mal, Fernsehsituation, ist man dann aufgeregter als bei einem richtigen Job? Weil du gesagt hast, du bist auch so robotermäßig. Also. Ja, schon. Also es ist einfach eine andere Situation, wenn überall Kameras sind und du am Ende des Tages weißt, das sieht ganz Deutschland. Ja. Und das, also es wäre gelogen, wenn ich sage, da bin ich nicht super aufgeregt. Vor jedem Walk war ich aber so extrem aufgeregt. Welcher Walk war für dich am schlimmsten? Oder was heißt am schlimmsten? Weil du jetzt gesagt hast, aufgeregt, du weißt, worauf ich anspiele. Wahrscheinlich. Ich muss gerade mit dem Schau. Nee, den fand ich im Endeffekt gar nicht so. Nee, also... Das war ja auch ein großes Streitthema, also Thema generell Nacktheit in der Modelbranche. Was hast du für Erfahrungen generell mit Nacktheit in der Modelbranche gesammelt? In der Modelbranche ist halt so, du kannst selbst entscheiden. Bei GNTM ist es auch so, man geht hin und man weiß, es kommt das Nacktshooting. Also entscheidest du dich ja irgendwo auch dafür. Aber in der Modelbranche, du bekommst halt eine Jobanfrage, dein Booker schickt sie dir zu und du kannst sagen, möchte ich nicht machen. Das gilt für alles. Du kannst sagen, du möchtest bestimmte Marken nicht bewerben, du möchtest nicht nackt sein, du möchtest nicht verfällt modeln.
Und dort ist halt so, du musst es machen oder du gehst. Aber war es für dich problematisch? Also im Nacktwalk an sich? Ja. Nee, eigentlich nicht, weil das war auch eine witzige Sache. Okay. Es hatte sich nämlich jemand verplappert. Ah. Und ich war die Person, es tat mir auch so leid, aber die Person dort von der, ich weiß nicht mehr, wofür sie zuständig war, aber sie hatte dann gesagt, es gibt Schaum. Und ab dem Moment wusste ich, okay, wir sind ja eigentlich gar nicht komplett nackt. Ja, okay. Aber naja, gut, ja, okay, gut, aber der Schaum, ich meine, der verschwindet ja auch schnell. Ja, ich. Hätten sie es jetzt nicht vernünftig zensiert, muss ich sagen, hätte ich es schon kritisch gefunden, weil ich jetzt auch kein Mensch bin, der. Ich mache nackt halt sonst nicht. Also gar nicht. Auch nicht Teilakt oder so, überhaupt nicht. Das wollte ich dir auch nicht unterstellen, um Gottes Willen. Ich weiß. Aber. Ich weiß. Ja, ja, nein, es ist ja trotzdem. Es ist schon. Klar. Freizügigkeit ist nicht jedermanns Sache. Also meins wäre es jetzt nicht. Es ist auch eine Herausforderung. Ich habe aber wirklich darauf mich verlassen, dass die Redaktion das vernünftig zensiert und man im Endeffekt nicht sieht. Und was hat man ja auch, so auch nicht. Ja. Also. Wie hast denn du generell so verschiedene Streitsituationen wahrgenommen? Also zum Beispiel mit Linda gibt es ja auch relativ viel Beef. Wie bist du mit Linda klargekommen? Oh, ich muss sagen, ich finde es echt schade, wie es dargestellt wird. So blöd es auch klingt. Aber Linda, natürlich hat sie eine sehr direkte Art. Ich muss aber sagen, ich mag direkte Menschen persönlich gerne. Und bei Linda, ja, es geht auch manchmal ein bisschen unter die Gürtellinie. Aber ich finde, Linda ist eine so reflektierte Person. Also wenn du sie nicht mal kritisierst, aber wenn du ihr sagst, okay, das war jetzt echt nicht okay, dann nimmt sie das an. Es ist nicht so, dass sie dann sagt, ja, Pech ist mir egal oder weiß ich nicht, dann total patzig wird. Und deswegen muss ich sagen, ich hatte mit Linda keine Probleme. Ich kann ja noch nicht beurteilen, ob sie eine reflektierte Person ist, weil ich ja mit ihr noch nicht gesprochen habe. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit ja irgendwann mal. Ich bin immer ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie nicht so reflektiert ist, wie du das jetzt schilderst mit ihren Äußerungen. Wie hast du da dadurch generell diese Stimmung empfunden oder war die Stimmung gar nicht permanent so negativ? Also war gerade zum Beispiel mit Celine und Linda, da gab es auch noch Chanel, als dann in deiner Folge, wo du ausgeschieden bist, als es dann darum ging, dass Celine zum Beispiel diesen Levi's-Job bekommen hat, weil sie ihre Geschichte erzählt hat. Das Ding ist. Weil man hat dich ja gesehen, du hast die Situation beobachtet aus der Ferne. Ich saß da, also es wurde ganz wenig gezeigt. Ich saß die ganze Zeit mit dabei und habe auch so ein bisschen versucht, Celine zu beruhigen, weil ich bin einfach kein impulsiver Mensch. Ich raste nicht schnell aus, ich bin eher still, ich schlichte eher gerne. Und ich muss sagen, aber die Stimmung war nicht permanent so. Okay. Also es wird halt in anderthalb Stunden das Spannendste verpackt. Klar. Und zum Glück. Die sind da aber halt länger als anderthalb Stunden. Deswegen die Stimmung war nicht permanent schlecht. Und ja, Zickereien gab's, aber. Wie hast du die Situation empfunden, die dir so geschildert wurde, dass Celine jemand ist, die euch immer so auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, lehrerhaft versucht hat zu erklären, wie das funktioniert? Was ja eigentlich dein Part gewesen wäre, du hattest ja wahrscheinlich die meiste Erfahrung. Celine meint es nicht böse. Ich weiß es auch, dass sie es nicht böse meint. Aber sie steht dann halt da und sie gibt einfach gerne ihren Senf dazu. Ja. Wo andere Leute einfach nichts sagen, gibt Celine gerne ihren Senf dazu. Und das hat sie auch oft gemacht, das weiß sie, glaube ich, auch selbst. Ist ihre ja Mama ist ja auch Lehrerin. Irgendwann muss es ja kommen. Aber ich persönlich habe es von Celine nie als böse empfunden oder so. Also war wie war die Stimmung jetzt so generell, wenn du jetzt sagen würdest, wenn man jetzt mal diese Streitereien, die man gesehen hat, mal außen, also nach außen vorlassen kann man sie nicht, aber wir wissen ja beide, dass nicht alles gezeigt werden kann. Wie war die Stimmung generell unter euch Mädels? Am Anfang sehr gut. Also am Anfang war wirklich unser Motto Girls Support Girls, auch wo Nana noch da war. Das war so ihr Ding. Und dann ist sie schon gekippt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach doch, jetzt wird es interessant. Die Stimmung ist schon gekippt und dann gab es immer wieder Zickereien. Aber warum? Warum ist die Stimmung gekippt? Ich glaube einfach, wenn du 25 Mädels mit so krassen Charakteren auf einen Haufen packst, es geht nicht anders. Also ich glaube, es wäre bei 25 Männern nicht anders, aber ja. Es eskaliert halt irgendwann und dann muss man ja auch bedenken, wir werden die ganze Zeit gefilmt, man steht unter einem gewissen Druck, man hatte die Situation vorher noch nie, man reagiert emotional ganz anders, als man im normalen Alltag halt reagieren würde. Dann passiert das. Wer waren die Mädels, mit denen du am closesten warst, wenn man das so sagen kann? Ich muss sagen, das hört sich jetzt blöd an, aber ich war irgendwie mit allen. Okay. Ich war irgendwie mit allen. Ich
muss sagen, Ashley war von Anfang an so, oh, ich liebe Ashley einfach. Ich würde sie auch gerne lieben, weil das, was ich von ihr sehe, gefällt mir, aber das ist ja leider auch nicht so viel, ja, jetzt, was ich gesehen habe. Sehr schade, weil Ashley ist für mich, sie ist einfach meine Muse. Sie ist eine so tolle Persönlichkeit und ich liebe sie. Sie ist toll. Aber ansonsten war ich auch viel mit Romina, ich war auch viel mit Elisa. Elisa lag halt im Bett neben mir. Ich habe mich auch mit Larissa viel unterhalten, also eigentlich mit allen gleich. Wie war die Schlafsituation für dich? Alle so in einem großen Raum, ist ja auch nicht jedermanns Sache, aber... Für mich war es okay. Also, ja. Ich habe auch gerne meine Ruhe und hätte mich schon gerne ab und zu mal zurückgezogen. Schwierig. Aber ja, es war vollkommen okay. Gab es irgendeine Kandidatin, die du als Beispiel, keine Ahnung, am ersten Drehtag gesehen hast und wo du so dachtest, die wird es ganz weit schaffen? Einfach vom Gefühl. Das heißt ja nicht, dass sie es weit schafft, aber ich habe auch manche Mädels gesehen, wo ich dachte, oh, die kommt bestimmt ganz weit und dann dritte Folge, bye, so, weißt du? Ich hätte gedacht bei Alexandra. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das fand ich krass, dass sie in der ersten Folge geflogen ist, ne? Hätte ich nicht mit gerechnet. Nee. Und ich kannte sie halt auch schon vorher vom Modeln. Und deswegen ist sie mir auch direkt aufgefallen, ja, weil wir uns halt krass kannten. Ja, das fand ich auch krass. Damit hätte ich nicht gerechnet. Gar nicht. Aber auch mit Lena nicht. Ich auch nicht. Also. Ja, so unterschiedlich ist das manchmal. Wie war das Thema Umstyling generell für dich? Also ich meine, für dich war es ja eigentlich kein Thema. Aber, oder wurde überhaupt was gemacht? Nee, ich glaube gar nichts. Ne? Nicht, ich meine, ja, nee. Aber hattest du Angst davor? Nee, und ich hätte mir sogar gewünscht, dass ich ein Umstyling bekomme, weil ich mich halt privat niemals trauen würde. Und dann dachte ich, GNTM ist die perfekte Möglichkeit. Aber der Look ist doch gut. Ich mag meine Haare auch, aber ich hätte schon Lust auf eine Veränderung gehabt. Hätte ich cool gefunden. Also warst du enttäuscht, dass man dich nicht verändert hat? Enttäuscht nicht, aber glücklich jetzt auch nicht. Also ich hätte mich gefreut, wenn die einfach gesagt hätten, du kriegst jetzt eine radikale Veränderung, weil du es ja machen musst. Also so 3 mm Haare oder 3 cm. Wäre mal was anderes gewesen, okay. Hätte das mir einen anderen Typ gemacht. Was hast du generell für ein Gefühl gehabt? Also wenn wir jetzt mal, du bist Folge 6 ja leider ausgeschieden. Mhm. Wie war denn dein Gefühl als Beispiel in Folge 6? Du wurdest ja auch kritisiert. Mhm. Da wurde auch gesagt, dass deine Posen so ein bisschen altmodisch sind. Hat der Christian, also Fotograf, gesagt. Siehst du selber auch so? Oder wie? Also ich meine jetzt auch rückblickend, als du es gesehen hast. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man dann die eigenen Posen sieht. Ich weiß, was er meint, mit dass es so ein bisschen einstudiert wird. Ja. Das konnte ich voll nachvollziehen. Mhm. Aber mit altmodisch, das kann ich, also das verstehe ich irgendwie bis heute nicht. Da denke ich mir so, ich würde gerne mal ein Vergleichsfoto sehen, was er meint. Okay, und dann im Gegensatz zu meinem Foto sehen, damit ich den Unterschied sehen kann. Aber jetzt so, ich weiß einfach nicht, was er meint mit 80er Jahren altmodische Fotos. Oder weißt du es? Also erklärst du mir gerne. Ich bin ja kein Experte, deswegen will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich finde... Okay, deine Reihenfolge von den Posen waren sehr einstudiert, aber das finde ich ja generell nicht schlimm, weil da steht ja ein Fotograf, der macht immer klick, 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 klick. Insofern ist es ja gut, wenn man in der schnellen Abfolge verschiedene Posen macht, denke ich mir jetzt so als Laie. Keine Ahnung. Die Frage ist, du hast ja gesagt, du machst eher kommerzielle Sachen. Mhm. Vielleicht war das einfach zu kommerziell und nicht unbedingt High Fashion. Vielleicht war es zu viel Katalog, keine Ahnung, klassische Kataloge noch? Nee, eigentlich nicht mehr. Also ich meine so Otto-Katalog früher als Beispiel, weißt du? Wo ja Topmodels drauf waren, ne? Früher auf dem Autokatalog, dass ihr das noch weiß, waren Leute wie Heidi Klum und Toni Garn drauf. Aber deswegen würde ich das halt nicht mal als negativ sehen. Es kommt drauf an, genau. Es kommt ja drauf an, was man will, was man erwartet. So. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass sich das getroffen hat. Ich habe es nicht verstanden einfach, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil hätte man mir gesagt oder das genau beschrieben, weil zum Beispiel du hast mir jetzt gerade Beispiele genannt, wo ich mir so denke, das wäre in dem Moment nachvollziehbar gewesen. Aber es hat schon mit dem Walk so blöd angefangen, sage ich mal, dass ich da wirklich stand und mir im Loft Gedanken gemacht hatte, dann, was möchte man jetzt von mir sehen? Ich konnte es wirklich, und da muss ich ganz ehrlich sein, nicht nachvollziehen, habe die anderen Mädels dann gefragt und wir haben diskutiert und versucht irgendwie den Anhaltspunkt zu finden, weil das fand ich auch witzig. Es wurde ja im Fernsehen gar nicht ausgestrahlt, aber das, was mir mit als erstes gesagt wurde, war, Miriam, es ist mir zu perfekt. Und perfekt ist langweilig. Und perfekt wurde halt nie gesagt, dieses Wort. Somit kam ich dann nach hinten zu den Mädels, sag zu denen, das ist zu perfekt. Und der Zuschauer fragt sich natürlich, die hat nie jemand gesagt. Ach so, okay. Aber um nochmal auf die Posen einzugehen, ich weiß gar nicht mehr, ob das vielleicht auch so gewünscht war. Eine Folge vorher, da habt ihr ja diesen Catwalk gemacht, wo die, die Fotos auch am Catwalk gemacht hatten. Da fand ich zum Beispiel, war das schon sehr krass, was du für Posen gemacht hast. Also vielleicht war das auch so gewollt, denke ich mal.
Ich verstehe voll, wenn Leute sagen, aber, das ist mir zu over the top. Aber da bist du ja weitergekommen, komischerweise. Also, wenn man jetzt diesen Vergleich, ja, weißt du, weil da dachte ich so, okay, das war sehr extravagant, mhm, aber gut, ich meine, andere waren auch jetzt auf ihre Art und Weise. Es ist halt immer Geschmackssache, ja, sage ich mal. Ne? Und da muss ich aber sagen, dann hätte ich es mit der Kritik auch eher verstanden, wenn ich in der Folge dann hätte gehen müssen. Ja. Weil man da ja, also da konnte ich mich auch sonst nicht beweisen, mhm, außer beim Walk. Und wenn es Heidi halt nicht gefällt und einem Fotografen, ist das ja auch vollkommen legitim. Hast du da schon das Gefühl gehabt, es könnte für dich eng werden? Nee. Nee? Aber weißt du, woran es auch liegt? Nee. Ich habe persönlich anderes Feedback bekommen, als es im Fernsehen war. Also das sind so Sachen, die der Zuschauer gar nicht sieht und nicht nachvollziehen kann. Ja, weil nicht alle Aussagen gezeigt werden. Genau, aber, ja. Okay, das, ah, ja, okay, ich verstehe. Ich habe jetzt überlegt, was du meinst. Das heißt, dadurch, dass, ist ja bei jedem Feedback so, egal wer jetzt, ne, bewertet, mhm, wird. Das heißt, es wird nicht, ja, nicht in kompletter Länge gezeigt. Das heißt, für den Zuschauer war der Rauswurf eher nachvollziehbar als für dich, weil du trotzdem auch viele neutrale Aussagen bekommen hast. Habe ich es richtig verstanden? Oder wie meinst du das? Genau, also es ist ja so, man läuft, ja, hin, zurück. Ja. Also das musst du alles zweimal machen. Ja. Und dann gehst du von der Bühne und die Jury gibt nochmal irgendwie, ja, einen Kommentar ab. Zum Beispiel, da meinte Heidi dann, ja, das war so ein bisschen zu viel gepose oder ich weiß nicht, ja, mehr genau, was sie gesagt hat. Diesen Kommentar habe ich aber nie gehört. Und als ich dann vorne stand mit den Mädels, hat jeder von uns ein Feedback bekommen. Und mein Feedback war schon, dass Heidi meinte, ja, also es war ein bisschen viel Gepose. Mhm. Und dann meinte sie aber noch, aber es gibt Kunden, die es toll finden und welche, die es nicht mögen, fragen, mhm, am besten vorher den Designer. So war es halt. Okay. Und es war für mich relativ neutral. Stimmt. Und nach dem Motto, ich persönlich fand es nicht gut und der Fotograf auch nicht und der Designer auch nicht, aber es gibt Kunden, die es gut, ja, finden. Okay. Ja gut, das habe ich weiß gar nicht mehr, wie man das letztens schon mal gesagt hat. Ich will jetzt auch gar keinen Namen nennen, aber da meinte, ich glaube, war das nicht sogar Amina im Interview, die hatte auch gesagt, dass das Feedback oft sehr neutral ist, dass man deswegen gar nicht einschätzen kann, ob man jetzt ein Wackler ist oder nicht. Ja, tatsächlich. Das heißt, dein Rauswurf hat dich dann getroffen, also hat sich schockiert oder wie stelle ich mir das vor? Du wirktest immer sehr, also ich weiß nicht, ob ich es falsch deute, ich meine, ich kenne dich ja nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass es dich getroffen hat. Ich hatte auch das Gefühl, dass sich das Feedback getroffen hat. Weil du ja jemand bist, der auch schon Erfahrung hat und schon kommerzielle Sachen gemacht hat. Ich glaube, es ist dann auch schwieriger, wenn dann jemand sagt so, ich mag das irgendwie nicht. Wenn man sich so denkt, so okay, aber es gibt ja Kunden, die es mögen. Was Heidi ja auch gesagt hat. Aber wie war das für dich? Ich war echt überrascht. Ich war überrascht und ich hätte nicht damit gerechnet. Und vielleicht kam das deswegen so rüber. Ich muss jetzt sagen, es hat mich jetzt nicht aus der Bahn gerissen, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt, ich kann nicht mehr als Model arbeiten, meine ja, okay, Karriere ist vorbei, das war's. Das ja, jetzt nicht. Weil dafür hatte ich halt den direkten Vergleich zu Kunden. Ja. Aber ich war schon überrascht und auch ein bisschen traurig, weil ich mir gedacht habe, ich konnte einfach, also es ist so schwierig, wenn dir gesagt wird, zeig Ecken und Kanten, weil es so schwierig ist, das umzusetzen und vor allem in der kurzen Zeit und ich auch nie die Erklärung bekommen habe, was genau damit gemeint ist und ich weiß bis heute nicht, was ich hätte verändern sollen, weil Ecken und Kanten zeigen, das ist halt nun mal meine Persönlichkeit, so wie ich bin und das ist auch ganz ehrlich eine Sache, wo ich sagen muss, die möchte ich nicht verändern, möchte ich einfach nicht, weil ich mich ganz gerne mag, wie ich bin und ich... Das ist ja gut. Ich finde, meine professionelle Art ist auch für den Job als Model da draußen sehr wichtig. Die möchte ich gerne beibehalten. Und ich wüsste jetzt also, ob ich da jetzt hätte rumschreien sollen, Handstand machen sollen. Ich weiß es nicht, aber das bin ich halt einfach nicht. Ja. Also, wofür soll ich es dann machen? Freut man sich dann, wenn man ausgeschieden ist, eigentlich trotzdem noch auf die Ausstrahlung? Oder? Oh, ich habe mich schon gefreut, ja. Ja? Ich habe mich schon gefreut, es zu sehen. Wie war es, als du die Plakatkampagne das erste Mal so in Berlin gesehen hast? Das war toll. Ja? Das war so besonders, das zu sehen und auch so, also ich konnte es gar nicht fassen, wo ich mich dann da gesehen habe und ich dachte mir so, okay, da hängst du jetzt wirklich in ganz Deutschland. Ich fand es krass. Hat man das eigentlich das erste Mal realisiert oder wie ist es, wenn man in der Sendung dabei ist? Ich meine, klar, man weiß, man dreht für Germany's Next Topmodel, Heidi Klum und dann kommen die anderen, also... Wann kommt der Moment, wo man merkt, dass man eigentlich jetzt wirklich in dieser Castingshow ist, die bald in ganz Deutschland läuft? Also nicht bald, sondern die läuft den ganzen Tag. Also wann kommt der Moment, wo du gemerkt hast, wow, krass, ich bin jetzt wirklich in dieser Show, die ich ja über Jahre auch verfolgt habe? Ich glaube, der Moment kam erst, wo ich dann draußen war. Irgendwann nach ein paar Wochen habe ich es realisiert. Und bis heute ist es immer noch so, dass ich mir manchmal denke, ach krass, okay, du warst die letzten Monate dann bei GNTM mit dabei. Also du während du da bist, realisierst du es gar nicht, ne? Wie war generell so die Reaktion von keine Ahnung, Familienfreunden, als du gesagt hast, du machst damit? Haben sich gefreut, ja? Für mich, ja. Fand es cool, haben sich gefreut.
Wie war das, als dann, ich meine, in der ersten Folge hat man dich ja schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Auch gerade am Anfang, weiß ich noch, im Teaser, so für was die Staffel überkommt. Dann ja teilweise gar nicht mehr. Mhm. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sich eigentlich ja trotzdem darauf freut, die Reise zu sehen, die man erlebt hat, und man dann merkt, da kommt nicht so viel? Ich muss sagen, ich habe es gar nicht so krass wahrgenommen wie der Zuschauer. Weil ich finde, dass andere Mädels so viel weniger gezeigt wurden als ich, dass ich mich in so einem normalen Mittelmaß gesehen habe. Was würdest du sagen, da wurde noch weniger gezeigt? Luca, Jasmin, J. Also, das war halt wirklich Luca, so. Genau, wer ist Luca? Nächste Frage ist, ja, schade. Weil ich habe es halt mit meinen Freundinnen teilweise geguckt und ich fand es ganz gut, weil mein Umkreis ist sehr ehrlich. Also die geben mir wirklich direktes, ehrliches Feedback. Ob ich das jetzt dann, also nicht in meinem Interesse immer. Und die meinten auch so zu mir. Super Freunde. Nee, finde ich ehrlich. Ja, nein, das ist Spaß, klar. Aber die meinten echt teilweise zu mir, wenn sie dann mal Luca zum Beispiel im Hintergrund gesehen haben, wer ist das denn jetzt? Das stimmt. Also. Ja. Aber das Ding ist, ich glaube, pass auf. Ja, also das heißt, du hast dich gar nicht so wenig gezeigt, gesehen, gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Weil das Ding ist, du kennst dich ja, du siehst dich ja überall im Hintergrund. Ne? Also ich meine, dadurch wirkt das auch für dich natürlich ganz anders, als wenn, keine Ahnung, ich jetzt gucke und immer so denke, ich meine, ich weiß auch, wer du bist, als ich mich vorbereitet habe, aber du weißt, was ich meine. Es gibt ja wirklich Leute, die sehen Luca irgendwo bei Instagram und fragen sich, ist die neu? Habe ich alles schon gelesen. Ja, die Frage kriege ich auch gestellt. Ja. Also bei TikTok, wenn ich Videos poste, ist es dann immer so, du warst bei GNTM, wann warst du denn jetzt mit dabei? Ja, aber siehst du, das ist ja diese Wahrnehmung. Das ist die Wahrnehmung, aber ich habe es selbst jetzt nicht so extrem wahrgenommen. Okay. Es gab halt Szenen wie die bei dem Trailer-Dreh, da fand ich es echt schade und da habe ich mir gedacht, hätte ich sehr, sehr gern gesehen. Aber jetzt insgesamt, finde ich, haben die mich jetzt gar nicht gezeigt. Also bist du auch dementsprechend gar nicht so enttäuscht? Nee, enttäuscht, wie wirklich gezeigt wurde, nicht, nee. Gut. Ja, nee, das finde ich auch mal total interessant, dass du zu mir sagst, so, hä, ich habe es ganz anders gemacht. Aber ja, das klar, weil man weiß ja auch genau, wo man stand, was man gerade gemacht hat. Man guckt natürlich ganz anders als, aber dir ist schon aufgefallen, dass andere schon sehr dominant Sendezeit haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das war mir auch schon voll klar. Ja? Also ich wusste schon, echt? Ich wusste schon, wer viel Aufmerksamkeit bekommt. Woran hast du das gemerkt? Ach, das merkst du. Also behind the scenes merkst du, wer sehr oft zu Interviews geholt wird, wie immer die Fragen gestellt werden, wo die Kamera immer ist. Das merkst du schon. Okay. Und da hast du dir dann mal, oder macht man sich dann mal so Gedanken, so nach dem Motto, ich muss jetzt irgendwie auch Gas geben? Was ja nicht heißt, dass du nicht Gas gegeben hast. Ich meine, jeder macht es ja auf seinem Level, jeder auf seinem Niveau, aber bekommt man da so Druck, dass man sagt, ich muss jetzt auch? Nee. Also da habe ich gar keinen Druck verspürt. Nee, weil ich bin halt hingegangen und wusste, ich werde mich, egal was passiert, nicht verstellen. Also nur, sage ich jetzt mal, für die Aufmerksamkeit. Ja. Dann klar hätte ich da jetzt auch einmal rumschreien können und dann wäre die Kamera halt auch auf mir gewesen. Ist ja natürlich klar, aber ich hatte keine Lust, mich da zu verstellen. Nee. Also bereust du deine Teilnahme? Nee, ich bereue meine Teilnahme gar nicht. Ich finde generell, wie kann man etwas bereuen, wenn es einem eine Erfahrung mehr gegeben hat, weißt du? Deswegen sehe ich auch so. Denke ich mir, egal wie es jetzt ausgegangen wäre, ich meine, ich hatte die Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen. Die Möglichkeit haben 31 andere Mädels aus ganz Deutschland bekommen. Und egal wie es jetzt ausgegangen ist, also bereuen tue ich es nicht, nein. Wie geht's jetzt weiter? Ich werde jetzt auf jeden Fall weiter modeln. Also ich werde jetzt auch danach, nachdem hier alles vorbei ist, werde ich wieder modeln wie vorher auch. Es wird auch weiterhin mein Hauptjob bleiben. Und ja, ich bin mal gespannt, was für Türen GNTM trotzdem noch geöffnet Ich bin hat. Auch gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich beobachte das auch immer. Und bedanke mich bei dir, dass das so nicht nur spontan geklappt hat, sondern es auch so interessant gewesen ist. Ist Misswahl jetzt für die Zukunft für dich noch ein Thema? Eher nicht im Moment. Nee. Also ich würde jetzt sagen, so mit Wettbewerben bin ich jetzt erstmal. Bei dem Moment bin ich jetzt erstmal durch. Okay, ja gut, das kann ich verstehen. Ja, dann danke ich dir. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ihr wisst Bescheid, einfach in ihre Infobox klicken. Also eigentlich ist es meine Infobox, aber aber da ist ihr Instagram-Link drin. Ja, da könnt ihr dann folgen und auch, wie gesagt, Fragen stellen. Oder ihr könnt auch hier unten noch in der Kommentarfunktion Fragen stellen. Und dann verabschieden wir uns und sagen bis ganz bald. Bis bald. Meine Infobox.